dritte Sieg im Weltcup in einem Super-G sein, hat er das Weltcup-Finale der vergangenen Saison in Courchevel für sich entschieden. Lara Gunn-Behrami hat da aber natürlich was dagegen, hat ja auch den letzten Super-G gewinnen können und ist auch hier die erfolgreichste mit 2 Siegen und natürlich der WM-Goldenen hier auf der Tofana im Super-G. Und Brignone hat unten noch einen Fehler auch gemacht. Aber das, ja, geht sich noch guter Schuss der Platz 3 ist hier noch um 300stel schneller als Roman Mirandoli. Aber für ganz vorne hat es nicht gereicht. Rein